Mai Tai geht immer, aber geht auch Bier im Mai Tai? Wir finden es heute raus und machen jetzt den Beer Me Up, Scotty. Hallo und willkommen bei den Tresenwesen auf Reisen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und gerade im wunderschönen Südwesten Floridas im Urlaub. Wundert euch also nicht, wenn ihr draußen vom Pool meine Frau oder meine Tochter beim Spielen hört. Ja, und ich habe mir hier eine kleine Reisebar, Hausbar eingerichtet. Ein Teil davon steht hier hinter mir und schon einiges zu meiner Rechten. Und aus dieser möchte ich euch heute einen Drink präsentieren, den ich in den letzten Tagen hier sehr genossen habe, nämlich eine amerikanische Version bzw. einen amerikanischen Riff auf den Tiki-Klassiker Mai Tai. Wir brauchen dementsprechend auch die Zutaten, die wir für einen klassischen Mai Tai brauchen, also frisch gepressten Limettensaft. Ich habe hier einen Orja, also einen Mandelsirup. Wir brauchen einen Orangenlikör, den hier finde ich sehr spannend. Das ist der Tipplers Orangenlikör aus der St. Petersburg Distillery hier in Florida. Mit Orangen aus Florida hergestellt. Und er hat so eine schöne herbe Note, die mir einfach sehr, sehr gut gefällt und der sich in dem Drink dementsprechend auch sehr gut macht. Wir haben hier einen braunen, einen gereiften Rum von Barbados, den States. Auch den habe ich hier gekauft. Ja, und dann haben wir das Bier, das diesen Riff am Ende zum Riff macht, nämlich ein Cream Ale. Cream Ale ist eine amerikanische Biersorte, ist ein süßliches, ein bisschen sahniges Bier, häufig mit fruchtaromatisiert, Vanillenoten. Und ich habe mich relativ schwer getan, eins zu finden, habe dann aber genau das gefunden, was ich von Anfang an haben wollte, nämlich das Kentucky Tangerine Cream Ale. Und wie der Name schon sagt, ist das zusätzlich noch mit Mandarine aromatisiert. Und das passt hier einfach sehr, sehr gut. Ja, draußen hört ihr jetzt mit Sicherheit meine Frau und meine Tochter spielen. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Ja, alle verwendeten Zutaten würde ich euch normalerweise ja im Beschreibungstext verlinken. Das geht hier in dem Fall jetzt nicht, weil ich glaube, die gibt's alle in Deutschland nicht zu kaufen. Aber ihr könnt mal im Tresenwesen Homebar Shop nachschauen. Da findet ihr alles, was ihr für die Bar braucht. Also vergleichbare Zutaten, Werkzeug, Glasware etc. Ich verlinke euch den Shop jetzt hier oben. Ja, zu unserem Drink heute. Er wurde kreiert vom Barchef Gregory Huston, der Apothecary Bar in Dallas, Texas. Und ja, viel mehr kann ich euch zu dem Drink auch nicht erzählen. Zubereitet wird er zunächst ebenfalls wie ein klassischer Mai Tai, nämlich geshakt. Wir brauchen also die kleinere Oberseite unseres Shakers. Wir brauchen unseren Jigger. Das Rezept ist in Unzen. Und wir beginnen mit frisch gepresstem Limettensaft. Und davon brauchen wir eine Dreiviertelunze. Dazu kommt unser Mandelsirup mit einer halben Unze. Von unserem Orangenlikör brauchen wir ebenfalls eine halbe Unze. Und anders als beim klassischen Mai Tai, wo es ja üblicherweise zwei Unzen rum sind, brauchen wir von unserem braunen Rum hier nur eine Unze. Das wird also vom Alkoholgehalt ein leichterer Drink und das passt zum Wetter und den Temperaturen hier sehr, sehr gut. So, jetzt brauchen wir Eis. Das habe ich hier vorbereitet in meinem kleinen Bucket und ich habe hier einen klassischen Schöpflöffel, denn was anderes als eine normale Eisschaufel war hier im Haus nicht zu finden. Wir schnappen uns die Unterseite des Shakers, geben das Eis da hinein. Das sollte reichen. Wir geben die Flüssigkeiten oben drauf. Wir schließen den Shaker und das Ganze kriegt wie immer jetzt 10 bis 15 Sekunden. Der Shaker ist eiskalt. Geht gut zu. Wir schnappen uns unser Glas, beziehungsweise in dem Fall Plastik, pooltauglich. Und füllen auch das jetzt mit Eis.
Der ist weg. So, wir geben Hawthorne Strainer hinein und den Fine Strainer dazu und seien unseren Drink ab. Ja, und jetzt kommt unser Bier hinzu. Wir gießen das oben auf. Es ist nicht viel. Ich denke mal so um die 2 Unzen dürften das jetzt gewesen sein, vielleicht ein Hauch mehr. Lassen den Schaum sich noch ein bisschen setzen. Und als Garnitur wurde beschrieben ein kleines Zweigchen Minze in einer getrockneten Limettenscheibe und das habe ich natürlich entsprechend vorbereitet. Das geben wir jetzt hier oben drauf. Ja, und da ist er. Der Beer Me Up Scotty. Man sieht jetzt sehr schön, also ich sehe es, weiß nicht, ob ihr es in der Kamera seht, dass man ganz klar den Mai Tai unten hat und das Bier hier oben. Es gibt jetzt auch 2 Möglichkeiten, den zu trinken. Ihr könnt ihn jetzt genau so trinken, dann ist er erst super erfrischend und dann kommt eben später der Mai Tai nach. Oder man mischt das Ganze nochmal durch. Hätte ich jetzt einen Barlöffel hier, würde ich es durchmischen. Nee, den hole ich eben. Denn ich will euch ja präsentieren, wie der schmeckt, wenn man das ein bisschen vermischt hat. Nicht zu viel, aber ein wenig. So, und ja, bevor ich für euch probiere, wie immer die obligatorische Bitte, wenn euch gefällt, was ich hier mache, wenn ihr häufiger vorbeischaut, dann lasst doch gerne ein Like da und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Wenige Klicks für euch hilft dem Kanal. Ich sag danke dafür. Ja, dann darf ich für euch den Drink probieren, den ich in den letzten Tagen mehrfach genossen habe. Hat ja einen Grund, warum es den bei mir nicht nur einmal gab. Also super spannender Drink, sehr frisch. Das Bier macht daraus ja beinahe einen Long Drink. Diese leichte Kohlensäure, die dann noch bleibt, ist super erfrischend. Die Mandarine kommt gut durch. Wir haben so einen leicht sahnigen Touch. Natürlich haben wir die klassischen Mai Tai Aromen, Limette, Rum, Orange. Der Mandelsirup, die Süße vom Mandelsirup, wenn wir keinen anderen Zucker zugegeben, ist ja auch überhaupt nicht nötig. Die Optik ist nichts Außergewöhnliches, aber schön ist er allemal. Ich finde die Garnitur ist eine ganz, ganz süße Idee. Ja, damit genug für heute. Ich werde jetzt den Drink nehmen, raus an den Pool gehen und ihn da genießen. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal unter dem Video nach unserer Kanalmitgliedschaft. Da könnt ihr den Kanal ganz besonders unterstützen. Oder abonniert uns auf Instagram. Den Link findet ihr jetzt hier oben. Im Abspann verlinke ich euch noch den Hop City Cocktail, auch ein Tiki-Drink mit Bier. Ich sage danke fürs Zusehen heute, ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Macht's gut, bis dann. Cheers.